Als Erste am Wort ist Susanne Fürst von der FPÖ. Danke, Herr Präsident, Frau Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir sprechen in diesem Tagesordnungspunkt über das Bundesgesetz zur Verleihung von Bundesehrenzeichen und über das Bundesgesetz, mit dem österreichische Ehrenzeichen auch für Wissenschaft und Kunst verliehen werden, und über das österreichische Ehrenkreuz. Das sind Gesetze, die stammen aus der Nachkriegszeit. Und die sehen keine oder nur ganz allgemein gehaltene Bestimmungen über die Aberkennung dieser Ehrenzeichen vor. Insbesondere gibt es auch keine Möglichkeit einer Posthum-Aberkennung und auch nicht die Möglichkeit, sich zu distanzieren von diesen Ehrenzeichenträgern. Und genau das nehmen die Regierungsparteien und ich nehme an, auch SPÖ und NEOS zum Anlass hier, dieses Gesetz heute zu beschließen, wo solche Aberkennungen möglich werden. Ich darf Ihnen erklären, warum wir dagegen stimmen werden. Denn natürlich gibt es Personen, eine erkleckliche Anzahl von Personen, bei denen man es aus heutiger Sicht und mit dem heutigen Wissen nicht verstehen kann, wie diese Personen einmal mit Orden, mit Ehrenzeichen behängt wurden. Aber die Aberkennung und insbesondere auch die posthume Aberkennung ist für uns nicht der richtige Weg. Denn zum einen ist es der moralisierende Weg mit dem Zeigefinger. Es ist aus der Sicherheit heraus, mit dem Wissen auch der nachfolgenden Generation, sozusagen aus dem Wohnzimmersofa jetzt der Gegenwart hier zu sagen, das hättet ihr nicht tun dürfen. Wir stellen uns aber grundsätzlich gegen diese Tendenz der Demontage der eigenen Geschichte, der ständigen Distanzierung, gegen dieses ständige Straßen umbenennen. Da werden Heerscharen von sonst Arbeitslosen oder sagen wir zumindest schwer vermittelbaren Akademikern aus dem grünen Sektor vor allen Dingen beschäftigt. Wir stellen uns gegen dieses Denkmäler-Demontieren und auch gegen diese Aberkennung von der Ehrenzeichen, weil es reine Symbolpolitik ist. Aus unserer Sicht muss man die Geschichte als nachfolgende Generation objektiv und sachlich aufarbeiten, natürlich auch die negativen Kapitel, inklusive der in dieser Zeit verliehenen Verdienstkreuze und Orden. Denn diese sind ja nicht mehr, nicht weniger als ein Ausfluss und ein Phänomen dieser tristen Perioden. Und so muss man sie verstehen, einordnen, das gehört zusammen. Und diese Position, die ich auch im Verfassungsausschuss geäußert habe, hat mir jetzt vom Herrn Kollegen Gerstl von der ÖVP den Vorwurf eingetragen, ich sei das revisionistische Gesicht der Freiheitlichen Partei. Was ich zugegebenermaßen trotz ernstem Hintergrund lustig finde, weil das Gegenteil ist der Fall. Wir akzeptieren eben die historischen Tatsache der Verleihung dieser Ehrenzeichen an Personen im Konnex mit diesen historisch negativen Kapiteln. Auch Verbrechern wurden Ehrenzeichen verliehen, das ist richtig. Aber das, was heute beschlossen wird, ist revisionistisch, weil man möchte einfach die Verleihungen neu bewerten, ungeschehen machen, revidieren, eine Wortfamilie, revidieren, revisionistisch. Daher auch der korrekte Gebrauch von sprachlichen Begriffen, Herr Abgeordneter, will gelernt sein. Es ist auch nicht pure Geschichtsvergessenheit, sondern eben auch das Gegenteil. Und auch Frau Ministerin Edtstadler meinte im Ausschuss, das Mindeste sei, was wir tun müssen, uns distanzieren, reinen Tisch machen. Geschichte ist Geschichte, wir können es nicht ungeschehen machen, wir können keinen reinen Tisch machen. Was wir machen können, ist, dass man gerade auch die Jugendlichen in den Schulen, Universitäten ausbildet, dass wir Bildung haben, dass wir Wissen haben, dass wir sachliches Wissen haben. Das lässt uns die richtigen Lehren aus der Geschichte ziehen und nicht die Aberkennung von Ehrenzeichen. Das ist nur Symbol. Und weil auch ausdrücklich, auch in der Presseaussendung vom Abgeordneten Gerstl, die Rede war davon, dass wir sozusagen dagegen sein, dass man auch Kinderschändern jetzt Ehrenzeichen aberkennen kann. Da möchte ich schon dazu sagen, also wenn das ein reiner Tisch sein soll, wenn man Kinderschänder dann womöglich auch posthum Ehrenzeichen aberkennt, da haben die Opfer nichts davon. Und gerade jetzt auch im aktuellen Kontext, denke ich, da darf sich nicht die Aberkennung sozusagen hier profilieren, die posthume, sondern da müssen wir uns jetzt profilieren mit einem Strafrecht, mit einem Hinschauen und mit Aufhören, hier eine falsche Solidarität zu leben. Also immer beachten,
was ist Symbol und was nicht. Und Wissen ist auf jeden Fall besser als bloße Symbolpolitik. Die FPÖ ist gegen die Aberkennung und posthume Aberkennung von Ehrenzeichen. Das sei nicht der richtige Weg. Es sei eine Demontage der eigenen Geschichte, wie etwa auch das Umbenennen von Straßen.